Live aus dem Main-Tower-Studio in Frankfurt. Petra Neftel. Donnerstagabend im Main-Tower. Ordentlich was los heute in der Region. Und das hier, das bewegt Hessen heute. Sie wirken wie das Vorzeigepaar, Anita und Reinhard H. Tolles Haus, gesundes Kind, er Steuerberater, alles Paletti. So sah es jedenfalls aus, bis Reinhard seine Anita vor einem halben Jahr im Schlaf erschossen haben soll. Cousin und Cousine der Getöteten sind heute beim Prozess in Fulda dabei, mit vielen Fragen und einem ganz schlimmen Gefühl in der Magengegend. Was hat zu einer solchen Wahnsinnstat geführt? Ein heftiger Brand im Rüdesheimer Hafen. Ein Hausboot brennt lichterloh. Die ganze Geschichte gleich bei uns in der Sendung. Zunächst Meldungen aus der Region, jetzt von Peter Rothkranz. Ja, wenn unser einzig süße Kuchen oder cremige Törtchen Bäcker reinhaut, dann müssen die Hunde oft draußen bleiben. In keiner Sendung. Es ist sein Zuhause, das abgebrannt und gesunken ist. Seine Heimat, seine Zuflucht. Im Rüdesheimer Hafen ist heute Nacht ein Hausboot in Flammen aufgegangen. Der 63-jährige Besitzer hat zwar alles verloren, aber dennoch irgendwie auch Glück gehabt. Denn durch den beherzten Rettungseingriff von zwei zufälligen Zeugen. Nachdem vergangene Woche der größte Datenklau aller Zeiten öffentlich wurde, mit 1,2 Milliarden Datensätzen geradezu unvorstellbar groß, ist sie wieder da, die große Unsicherheit im Netz. Wer kann was von mir sehen und vor allem, was kann er damit anstellen? Aber Hand aufs Herz, liebe Zuschauer, wie faul sind Sie in Sachen Passwortkreativität? Sichern Sie sich halbherzig oder wirklich so gut es geht? Passwörter sind wie Unterhosen, das werden wir uns auf jeden Fall merken. Ja, ein bisschen Ungläubiges belächelt werden, das musste Julia Waluschek aus Kassel einstecken, als sie in ihrem Freundeskreis erzählt hat, welche Geschäftsidee sie hat. Das klingt ja auch erstmal ein bisschen spinnert, eine Hundebackstube. Inzwischen backt Julia 7 verschiedene Hundekeks-Varianten und freut sich über eine rasant wachsende Fangemeinde, sowohl unter 2- als auch unter 4-Beinern. Damit schnell rauf auf das Main-Tower-Dach zu meinem Lieblingsgeburtstagskind Thomas Ranft. Herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas. Danke. Wie geht das Wetter an deinem Geburtstagabend weiter? Erzähl mal. Interessant. Ganz vielen Dank, Thomas. Das war Main-Tower für heute. Jetzt kommt brisant. Die nächsten Nachrichten aus Hessen haben die Kollegen um 19.30 Uhr in der Hessenschau. Ich will Sie wie immer morgen wiedersehen. Um Punkt 18 Uhr bin ich hier oben im Main-Tower. Nur für Sie einen sehr schönen Abend und bis dahin. Tschüss.